Heute möchten wir Ihnen einen Besuch des wiedereröffneten Museums Marc, dem Museum für zeitgenössische spanische Kunst, empfehlen. Nach zweijähriger Bauzeit öffnete der alte Stadtpalast mitten im Zentrum Palmas erneut seine Türen in die renovierten Säle, die um 23 neue Bilder und Plastiken reicher sind. Die Ausstellungsfläche wurde um 600 Quadratmeter erweitert durch Integration bereits bestehender Büroräume und bietet jetzt ausreichend Platz für den Bestand der Marc-Stiftung. Das sind mit den neuen Werken unter anderem drei Werke von Miguel Barceló, vier von Tapies, zwei Skulpturen von Chillida und ein Miró aus dem Jahre 1925. Insgesamt 70 Gemälde und Plastiken von 52 spanischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Das Museum bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Strömungen und die künstlerischen Formen, die sich im vergangenen Jahrhundert in Spanien entwickelt haben. Es gibt eine anschauliche Sammlung von Kubisten und Surrealisten wie Joan Gris, Julio González, Joan Miró und Salvador Dalí. Und selbstverständlich immer wieder Picasso. Eines seiner Werke aus dem Jahre 1907 ist das älteste der Sammlung. Das jüngste ist eine Keramik des Mallorquiner Miguel Barceló aus dem Jahr 2000. Mit der Wiedereröffnung legt das Museum nun auch einen besonderen Schwerpunkt auf Stilrichtungen seit 1950, mit Werken, die geprägt sind von Verzicht auf Formen, durch geometrische Abstraktion oder dem sogenannten magischen Realismus. Dazu haben wichtige Kollektive dieser Zeit beigetragen, wie zum Beispiel die Künstlergruppe Dau Alcet, die von 1948 bis 1953 existierte und denen Künstler wie Modest Cuixart und Toni Tapies angehörten. Im Erdgeschoss des Palastes in der Fußgängerzone der Calle San Miguel wurde zudem ein Salon für Vorträge, Kurse und Konzerte eingerichtet, der 85 Personen Platz bietet.
ebenfalls im Erdgeschoss, befindet sich jetzt auch der Museumsladen. Wo sich vor dem Umbau im zweiten Stock der Museumsshop befand, wurden nun Räume für wechselnde Ausstellungen untergebracht. Der Eintritt für das Museum Mark kostet 3 €. Wenn Sie Resident der Balearischen Insel sind, kommen Sie sogar kostenlos rein. Ein Besuch dieses Städter künstlerischer Hochkultur lohnt sich auf alle Fälle.